Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Guide für einen Mount und ein bisschen T-Mog präsentieren. Wir wollen uns einmal die neue Questreihe mit Patch 9.25 für den Blutelfen anschauen. Und da können wir, wie gesagt, ein bisschen T-Mog uns holen und einen Mount zusätzlich. Ich zeige euch schon mal das Mount und zwar sitze ich da bereits drauf. Das ist einmal Flüchtiger Smaragd-Falkenschreiter. Und den bekommen wir in etwa, wenn wir so, ja, 20 Quests rum absolviert haben. Zusätzlich gibt es dann noch eine T-Mog-Waffe, die ich jetzt hier einmal habe. Und es gibt noch ein Set, wenn ihr die Quest als Paladin spielt. Heißt, wenn ihr alles auf einmal haben wollt, spielt es als Blutelf-Paladin, um dementsprechend auch dieses rote Set mitzunehmen. Was haben wir da als Voraussetzungen für? Wir müssen zum einen Char haben, der Blutelf ist. Wenn ihr das Set haben wollt, solltet ihr Paladin sein. Zusätzlich müsst ihr Stufe 60 sein. Also ich musste meinen Char extra leveln. Und Silbermond heißt die Fraktion der Blutelfen. Solltet ihr auf Ehrfürchtig haben, sonst könnt ihr die Quest nicht annehmen. Danach könnt ihr einmal nach Oriboss. Und da startet dann die Questreihe. Und ja, dann können wir die einfach durchspielen. Ich habe das jetzt einmal für euch gemacht. Ein bisschen zusammengecuttet, um die ganzen Fights ein bisschen zu verkürzen. Mein Paladin ist jetzt nicht am besten equipped, dementsprechend hat das teilweise ein bisschen länger gedauert. Ist relativ einfach, also großartiges Gear braucht ihr tatsächlich nicht. Und ja, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Ich würde sagen, wir schauen einmal in die Questreihe rein. Um die Quest dann starten zu können, müsst ihr als allererstes einmal nach Oriboss. Und zwar sind wir hier bei den Portalen, bei den Koordinaten 25, 52. Und dort haben wir dann einen NPC, beziehungsweise sogar drei NPCs, zwei so Wachen und einmal hier die Lady Liandrin. Und die gibt uns dann die erste Quest und da müssen wir einmal nach Silbermond laufen. So, dala, wir sind jetzt einmal hier in Silbermond angelangt. Und zwar müssen wir hier dann runter auf die Koordinaten 90, 37. Und dort können wir dann einfach hier wieder die Quest abgeben, beim selben NPC. Halten wir uns nicht mit Höflichkeiten auf. So, jetzt müssen wir uns die Besprechung mal anhören. Diese Berichte sind beunruhigend, Lady Liadrin. Tristessa droht, von der Geißel überrannt zu werden? Ihre Truppen scheinen viel zu gut organisiert zu sein, als dass dies ein Zufall wäre. Vielleicht sollten wir unsere Verbündeten von der Horde um Hilfe bitten. Und Zeit verschwenden, während wir auf sie warten? Nein, wir müssen das sofort angehen. Dann müssen wir die Rekruten einberufen. Wir werden die Stellung halten und Keltalas beschützen. Ich schwöre es. Also gut, ich werde den Weg öffnen und euch in Tristessa treffen. Okay. Anaria Shola. Ah, nice. Eine Quest, wo es auch ein Portal hingibt. Sonst dürfen wir die Geißel bekämpfen, so wie es aussieht. Beim Licht. Schnell, in die Stadt. Na, warte mal, ich kann... Ah, nee, hier kannst du nicht fliegen. Wir sind schon im Combat. Hier ist die Geißel eingefallen. Und dann können wir aber erstmal da oben die Quest abgeben. Und schauen wir mal. Ja, wir müssen in die obere Etage, so wie es aussieht. Bitte. Ah, warte mal, ich bin ja mit dem Nightfee. Dann können wir da ein bisschen hochblinken. Nein, das ist doch unten, oder? Der NPC ist nur nicht reingelaufen. Gut, wieder runter. Ich war bloß ein bisschen zu schnell hier für sie. Quest abgeben und jetzt müssen wir einfach töte die Geißel in Tristessa. Okay, und wir haben noch eine zweite Quest. Wir müssen über den Typen ein bisschen helfen. Hinwegkommen. Ich würde sagen, wir hauen jetzt mal ein paar Geißel-Dudes um und dann da hinten müssen wir auch noch was machen. Ah ja, gut, das machen wir jetzt erstmal. So, da, die Untoten habe ich jetzt schon besiegt, 15 Stück und jetzt müssen wir einmal hier hoch und anscheinend da diesen Schutz aktivieren. Da klicken wir jetzt mal drauf. Ah, den müssen wir anscheinend auch verteidigen. Jetzt gegen hier den Boss. Ein Sunline? Hier? Erledigt ihn, während wir am Schutz sind. Den Sunline müssen wir jetzt besiegen. Die kennen wir ja aus ICC. Gab es da, glaube ich, ne? Diesen drei vor der Blood Queen, die man umhauen musste. Ich habe mir mit dem Paladin ein bisschen Gear geholt. Ich habe den nämlich erst hochgelevelt. Und auf zumindest, bald. Ne? Bisschen Green Stuff. Klingt nicht beruhigend. Schnell, zum nächsten Schutz. Ah, okay, also wir müssen hier nicht nur einen Schutz quasi aktivieren, sondern ein paar mehr. So, dala, ich habe jetzt die drei Pylonen quasi aufgebaut und dreimal den selben NPC oder ein Spiegelbild von dem besiegt. Und jetzt können wir hier einmal die Quests abgeben gehen. Salandria berichtet. Was erwartet uns in der Todesfestung? Mehr Geißel als erwartet. Aber wir konnten trotzdem einen Blick hineinwerfen. Dieser Sanlein, den Aethas erwähnte, nutzt eine Art Kristallfeld. Indem er auftaucht, als würde er beschworen werden. Das erklärt diesen Magieschub.
Diesem Verräter ist es gelungen, seinen eigenen Tod zu überlisten. Wenn wir seine Sicherungen ausschalten, können wir seine verfluchte Seele vielleicht für immer in die Schattenlande schicken. Dann ist das unser nächster Schritt. Oben ist eine Waffe. Mit der richtigen Macht ausgestattet und von würdigen Händen geführt, könnte sie unser Schicksal verändern. Ich glaube, ich habe würdige Hände und die Waffe werden wir uns mal holen, hätte ich gesagt. So, nächste Quest. Die Waffe, ja. Da müssen wir jetzt nach oben, wo wir anscheinend vorher fälschlicherweise schon waren. Oh, da haben wir ein paar Gargoyles. Die klopfen wir jetzt mal noch weg hier. Gut, die Gargoyles sind tot. Nehmen wir die Waffe. Die sieht jetzt irgendwie nicht so specialig aus, glaubt, aber gut. Diese Antiquität rettet euch? Ehrlich gesagt, nein. Ich glaube nicht, dass die uns rettet, die Antiquität, dass sie es noch rausbringen. Aber der Questgeber sagt, dass ich das holen soll. Mein Portal kann euch bis nach Orgrimmar bringen. Tapfer. Beeilt euch, wir haben keine Zeit. So, wo müssen wir denn jetzt hin? In den Schattenlanden. Ah, okay, wir müssen zurück nach Shadowlands. Gut, gucken wir mal. So, Leute, ich bin jetzt in den Schattenlanden angekommen. Wir haben zwei Quests bekommen. Eine Quest müssen wir einmal nach Maldraxxus, und zwar hier hinten. Und für die andere Quest müssen wir in die Bastion. Ich mache jetzt erstmal die Maldraxxus-Quest. Und dazu bin ich jetzt hier unten bei der Arena, ne, auf den Koordinaten 4646. Und dort haben wir wieder eine Blutelfin. Baladash Malanore. Wir quatschen mal einmal. Was müssen wir jetzt machen? Wie war es eure Stärke? Okay. Kein Problem. Haha, Blut wird fließen. Wie lauten meine Befehle? Achso, ich muss gegen den kämpfen. Ah! Ich habe nie gesagt, ihr kämpft gegen mich. Oh, ich dachte, ich muss gegen den kämpfen. So ein dreckiger Trick. Na, den besiegen wir auch. Müssen wir das Kriegsbanner besiegen? Achso, der macht einfach nur mehr Schaden, aber das dürfte mir ja relativ egal sein, wenn der mehr Schaden macht. Ich bin hier mit dem Pala-E-Tank, ne? Den hauen wir jetzt einmal weg. Ja, ein bisschen dauert es tatsächlich schon. Mein gekauftes Gear vom Händler, ne, und aus dem Auktionshaus ist jetzt nicht so das Prickelndste, aber dafür reicht es zumindest. Ich habe ja die Quest vom Dunkeleisenzwerg auch gemacht, wirklich mit Schrottgear, und das hat ewig gedauert. Ich wirklich nicht von euch erwartet. Kommt, ich werde unten euren Ranceur verstärken. Ranceur, okay, jetzt gibt's aber hier Fremdwörter. Wahrscheinlich ist es diese antike Waffe. Ah, seht ihr, das ist diese antike Waffe. Geschafft. Bleibt die Bastion. Wir treffen uns dort. Okay. Viel Aufwand war das nicht. Jetzt müssen wir einmal in die Bastion rüber. Perfekt. Mein Ruhestein ist immer noch quasi im alten Content. Dann sind wir jetzt hier in der Bastion angelangt. Und zwar haben wir jetzt hier wieder Wie eine Blutelfin. Zu sehen. Aldiel Shala. Inshallah. Das Schicksal eint uns. Ich muss ein Rennen Unsere ausführen. Pflicht ist wahrhaftig. Unser Ziel rein. Okay, also wir sind hier oben, ne? Jetzt müssen wir irgendwie anscheinend ein Rennen. Ach, warte. Was ist denn das für einer? Das Rennen ist schon losgegangen. Okay, wir müssen diese Glocken schlagen. Geht's dann hin? Das könnte uns einen Vorteil verschaffen. Ich hier mehr Speed? Oftmals führt eine Abkürzung nur zu Kummer. Bleibt auf dem rechten Weg. Also man sollte anscheinend gleich loslaufen. Ich habe das jetzt nicht ganz gecheckt. Ah, ist ja gut. Ich bleibe auf dem rechten Weg. Wo geht's jetzt hin? Ach, dahinter. Man wird also immer schneller, wenn man diese Glocken schlägt. Man kann seine Paladin-Fähigkeit einsetzen. Wahrscheinlich auch andere Movement-Speed-Sachen. Das scheint zu funktionieren. Wie schneller ist der? Jetzt hin? Okay, also das war relativ easy. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier auch theoretisch hätte aufmounten können, ne? Und dann einfach fliegen, aber ich habe es jetzt mal lieber nicht gemacht. Meistens ist es ja so, wenn du aufmountest, dass du sowas loost quasi. Okay, der Typ ist ja richtig lahm mit seinem Rennen. Aber eine witzige Idee, ne? Cooler wäre es noch gewesen, wenn du irgendwo fliegen hättest können. So, das geben wir auch ab. Okay, der tut unseren Rosseur, wie wir vorher gelernt haben, auch nochmal verstärken. Und jetzt müssen wir nach Tristessa zurückkehren. Es gibt leider kein Portal, wir oder? Wir haben, was wir holen sollten. Lasst uns zur Matriarchin zurückkehren und den Erfolg melden.
machen wir das. Seltsam. Mit euch zu sprechen ist wie eine längst vergessene Erinnerung, die aufflackert. Erinnere ich euch an meine Mentorin, Lady Liadrin? Sie sagte, sie sei auch adoptiert worden von jemandem namens Vandelor. Ich weiß es nicht. Um mich besser meinem Dienst zu widmen, habe ich sterbliche Erinnerungen aufgegeben. Dennoch war es mir ein Vergnügen, euch kennenzulernen. Möge eure Waffe euch gut dienen. Und also war der vorher auch mein Blutelf. Gut, dann kehren wir einmal zurück. Gut, wir sind dann einmal zurück hier in Tristessa. Können wir die Quest wieder abgeben? Mal schauen, was jetzt so kommt. Erledigt die Geißel in der Todesschneise. Wir treffen euch an den Toren der Todesfestung. Okay. Also, wir müssen jetzt einmal hier zur Todesschneise und die Mobs umhauen, so wie es aussieht. So, wir sind in der Todesschneise angekommen. Da können wir dann hier quasi so einen Falkenschreiter anklicken. Und dann haben wir unsere Waffe auch mit einem Extra-Button. Und mit dem Extra-Button können wir anscheinend hier... Ah, wir können so eine AE um uns rum casten. Warte mal, kann ich die normalen Spells auch... Ah, ich kann meine normalen Spells auch einsetzen. Das geht quasi auch. Interesting. Und jetzt müssen wir einfach so einen Balken quasi füllen. Okay. Na gut. Warte mal, was macht das an Schaden? Ah, der Pöbel kommt erneut zum Finale. Tja, ich bin doch nicht der Pöbel hier. Gelernt? Nö, hab nichts gelernt. So, ich würde sagen, ich rott die mal aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, ich habe, wie der eine Blutelf hier gesagt hat, oder Sun Lai, oder wie der sich auch schimpft, ne, den Pöbel einmal vernichtet. Oh, hier werden wir abgemountet und die Waffe ist weg. Das ist natürlich schlecht. Geben wir schnell mal die Quest hier ab. Ich bin die Klinge des Lichts. Und jetzt müssen wir den Boss noch töten am Ende, okay. Mir wurde gesagt, dass quasi die Paladine eine andere Endquest haben wie die anderen Dinger. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das hier schon die Endquest ist. Jetzt müssen wir einmal den Boss hier töten. Hier. Werdet scheitern! Gut, das hat jetzt eine Weile gedauert, den runterzuklopfen. Jetzt geht er gerade down. Schnell jetzt! Benutzt den Ranceur mit seinem Körper, bevor er wieder erwacht! Ah, okay, jetzt muss man ihn quasi endgültig killen. So. Gut, haben wir ihn einmal reingesteckt. Ach nein, darf ich jetzt noch einen Boss runterhauen? Das hat mir den Pali hier schon lange genug gedauert, den das erste Mal zu töten. Ja gut, in ein paar Minuten sehen wir uns dann wieder, wenn ich auch den runtergeklopft habe. Gut, den nächsten Boss haben wir jetzt dann auch gleich runtergehauen, beziehungsweise den gleichen nochmal. Ah, ich sehe gerade, der heilt sich immer, wenn die Ads in ihn reinlaufen. Ne? Das war jetzt natürlich nicht so clever. Jetzt haben die den wieder ein bisschen hochgeheilt. Also das solltet ihr dann am besten nicht machen. Gut, so, jetzt ist er hoffentlich endgültig tot, der Kollege. Können wir die Quest einmal abgeben? Ich schulde nur den. Jetzt kriegen wir schon mal das Stangenwaffen-Temok. Das müsste jeder bekommen, unabhängig von der Klasse. Und als Paladin kriege ich jetzt halt zusätzlich noch hier das Set. Wenn ihr nicht Paladin seid, dann kriegt ihr halt nur das Mount hier für die Endquest. Shorel Aran. Und das müssen wir jetzt einmal abgeben, wieder am Ende. Alles in Ordnung. Und danke für den Schild. Ich denke, ich muss noch so einiges lernen. Man hört nie auf zu lernen, kleiner Phönix. Gehen wir zurück nach Silbermond. Gut, auf nach Silbermond. Dudala, wir sind wieder zurück in Silbermond. Jetzt gucken wir mal, ob noch ein Dialog kommt. Scheint nicht der Fall zu sein. Und hier können wir jetzt quasi einmal das abgeben. Also Mount plus das Ensemble kriegen wir da. Ich werde die Schwarze Klinge informieren. Wenn die Geißel hier solche Probleme verursacht hat, wird es in Nordend wohl noch schlimmer sein. Nichtsdestotrotz muss ich eure Anstrengungen loben. Als unsere Länder in Gefahr waren, habt ihr die Stellung gehalten. Ihr habt Gerissenheit, Entschlossenheit und Integrität bewiesen. Die klassischen Merkmale der Blutritter. Nehmt dieses Geschenk als Zeichen eurer Hingabe und Tapferkeit. Wir werden nie vergessen, dass ihr maßgeblich zum Ende dieser Krise beigetragen habt. Für Kel'Thalas. Für Kel'Thalas. Für Kel'Thalas. Okay, gut, sind wir da soweit durch. Dann schauen wir einmal rein. Und zwar, wir haben jetzt Folgendes. Die Waffe, das können wir einmal lernen als Temok. Dann haben wir einmal das Mount.
Das müssen wir mit allen Chars kriegen. Und dann haben wir hier noch das Ensemble. Das kriegen wir nur mit einem Pala. Und das heißt Hingabe des Blutritters. Das lernen wir auch mal. Dann können wir einmal das alles vielleicht mal themoggen. Ich glaube, die Waffe wird, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil das ist wahrscheinlich eine Zweihandwaffe, schätze ich mal. Aber das gucken wir uns jetzt einmal an, wo wir das alles drin haben. Ich habe genau das, was sieht eigentlich ganz cool aus. Schaut ganz gut aus. Irgendwie spackt das jetzt hier gerade ein bisschen rum. Ich habe hier gerade noch das alte T-Mog-Set drin. Ne? Das, was man quasi von der ursprünglichen Quest bekommen hat. Und ja, würde sagen, wir gucken uns das mal das Neue an. Gut, jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Mein WoW hat sich gerade ein bisschen verbuggt, ne? Nachdem ich das Ensemble gelernt habe. Hier haben wir jetzt einmal das Set. Ich würde sagen, da muss ich dann nachher den Wappenrock noch ausziehen. Es sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Scheint anscheinend auch ein Umhang dabei zu sein. Und dann können wir das einmal transmoggen. Ich ziehe auch einmal den Wappenrock aus. Der passt jetzt nämlich nicht mehr so ganz dazu. Macht auf jeden Fall was her. Und dann schauen wir mal, ob wir auch die Stangenwaffe hier noch mit dabei haben oder wo die drin ist. Wahrscheinlich ist die jetzt halt keine Einhandwaffe, ne? Die suche ich jetzt mal kurz. So, nachdem ich ein paar Probleme mit Transmog-Addons behoben habe, konnte ich jetzt mein Gear auch soweit themoggen. Und zwar haben wir einmal jetzt dieses rote Gear, was wir als Paladin ja kriegen können. Und dann habe ich jetzt hier auch noch die Stangenwaffe getemoggt, die wir ja zusätzlich mit jeder Klasse bekommen können. Wie gesagt, das ist halt eine Stangenwaffe, heißt dafür braucht ihr irgendeine Zweihandwaffe, dass ihr es temoggen könnt. Es gibt hier aber noch eine zusätzliche Waffe, die wir uns holen können, so eine Art Hidden-Waffe. Da wurde ich jetzt gerade im Stream quasi darauf hingewiesen. Und diese ist hier unten in der Todesfestung. Anscheinend müsst ihr dafür die Questreihe einmal soweit gespielt haben bzw. beendet haben. Und dann liegt hier oben bei so einem Kessel, ich bin jetzt auf den Koordinaten 34, 81, nochmal ein NPC. Und den könnt ihr erstmal anlabern. Hat so einen kleinen Dialog und er hat nebenbei seine Waffe, die können wir ihm einfach klauen, die braucht ihr eh nicht mehr. Und dann haben wir quasi noch einen zweiten Waffentransmog. Und das können wir uns jetzt eventuell auch noch anschauen. Und zwar ist es dieses hier. Das ist sogar auch, heißt auch Reseur quasi. Wie die Waffe, die wir quasi vorher einmal aufgewertet haben. Das müsste ja dann diese hier sein. Ja, so viel dazu. Die können wir jetzt uns auch noch mal ein bisschen in größer anschauen tatsächlich. Kommt, auf, stöbert! Gut, wo ist die? Das Suchding funktioniert halt hier immer nicht so ganz gut. Schauen wir mal, ob es jetzt vielleicht geht. Ah, das ist die hier. Ja, wobei ich finde, die eine ist ehrlich gesagt cooler, wenn ich ehrlich bin. Die ist cooler als diese Hidden-Ding, aber klar, für Transmog-Sammler ist das ein nettes Ding. Gut, damit wäre es das mit T-Mog. Jetzt können wir uns das Mount mal angucken. Das ist einmal hier dieser Falkenschreiter. Der schimpft sich Tüchtiger Smaragd Falkenschreiter, genau. Ja, ist ganz nett. Falkenschreiter kennen wir ja schon. Und damit sind wir eigentlich mit der Quest durch, beziehungsweise auch mit den Special T-Mog-Geschichten plus Mount. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.